Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Unity und zur wahrscheinlich letzten Folge. Jetzt kommt der finale Schlag, wo wir, denke ich mal, Germans endlich erwischen. Ihr seht schon, Elise steht auch hier oben. Und wie es sich gehört, starten wir auch vom Dach aus. So, dann lese ich nochmal schnell vor. Jetzt gilt es. Germans versteckt sich irgendwo im Tempel. Findet und tötet ihn. Okay, wir starten ganz einfach mal. Da wir in der letzten Folge ja diesen Robespierre ausgequetscht haben, der wurde danach aber gleich verhaftet und wird jetzt oder wurde schon hingerichtet. Wir sollten uns trennen. Ich bin nicht sicher. So werden wir nicht gemeinsam erwischt. Ich schätze, du hast recht. Wir treffen uns drinnen. Wenn du ihn erledigen kannst, dann tu es. Hat sich ein hübsches vorgebaut. Keine Schwachstelle zu sehen. Ha, wie geil ist das denn? Das Gebiet erkunden, für Gelegenheiten sorgen müssen wir. Keine Schwachstelle. Jo, wo fangen wir an? Wollen wir da hochklettern? Wir müssen ja erstmal überhaupt da reinkommen. Also ihr seht schon, das wird mal hier. Ich klettere mal ganz vorsichtig hier hoch. Okay, der hat mich erwischt. Okay, dann werden wir mal jetzt. Wenn wir den weg haben, müssen wir jetzt erstmal ganz schnell hier weg. Und uns dünn machen. Am besten irgendwie auf dem Dach hier. Alles klar. Der hat uns schon mal ordentlich zugesetzt. Einmal Medizin ist schon mal verschwunden. Ich muss da oben hoch. Okay, da ist erstmal keiner mehr. Ich werde die mal schnell plündern, weil ich brauche noch Medizin wieder. Und ich denke mal, einer von denen wird ja sicherlich mal Medizin verloren haben. Komm, mal schnell. Mach bloß schnell. Da war sie. Da unten stand auch noch einer. Alter. Oha. Oha. Jo. Wie kommen wir denn da hoch jetzt?
Kommen wir da unten? Ach du Scheiße, das ist ja Wasser, wa? Da ist ein Seil und das wird nicht umsonst da sein. Okay, wir werden mal wieder hier unsere Berserker-Klinge einsetzen. Haben wir so eine Reichweite überhaupt? Die haben wir natürlich nicht. Okay. Wenn wir jetzt irgendwie Scheiße bauen, dann haben wir ein Problem. Okay. Wo ist die Karte, ihr kleinen Penner? Na los. Ja, du. Ach du Scheiße, das ist ja Wasser, ey. Wenn wir da reinfallen, sind wir glaube ich erledigt. Wir müssen auf das Seil und da ist ein Fenster auf. Und da müssen wir rein. Gut, der Nächste hat gesagt, da hat er den Nächsten. Genau den Richtigen erwischt. Ja, lass ihn mal machen. Wir werden erstmal mal hinter warten. Weil hat ja eh keinen Sinn. Von 5 sind noch 3 übrig. Wenn es denn noch 5 waren. Ich weiß es aber nicht. Ich hab da nicht. Oh, Scheiße. Einer ist weg. Einer von beiden wird da bleiben. Und den muss ich mir denn angeln. Werden wir hier schon mal auf die Pistole wechseln, falls es nachher ernst wird. Anscheinend wird der Dicke... Jetzt sind sie fast beide gleich auf. Jetzt, wenn er noch einmal ausholt... Oh, der wird gewinnen, der Dicke. Und weg ist er. Okay, erledigt der Fall. Plündern wir noch mal fix. Vielleicht kriegen wir noch eine Berserker-Klinge. Wäre natürlich ganz nützlich. Ich weiß nicht, was uns da oben erwarten wird. Bestimmt nichts Gutes. Bisschen Geld noch. Ah, den lassen wir da liegen. Der kann eh nichts mehr anrichten. Ah, bevor wir da reingehen, machen wir erstmal hier den Wallhack nochmal an. Alter, was ist das da oben? Ui. Okay, was macht die Tür da hinten? Wieso blinkt die so? Hat die was zu bedeuten? Da oben steht der. Ach du Scheiße, Alter. Die stehen doch nicht alle hier drinne. Heilige Scheiße, wie kommen wir denn hier rein? 1, 2, 3, 4. Okay, sind aber alles nur leicht betuchte, sage ich mal. Wir werden mal die Phantomklinge nutzen. Schieß ihn doch ab. Ja, nun komm hier. Alles klar. Irgendwie hat er die ganzen Berserker-Klingen daneben geballert. Fragt mich nicht, wieso. Sollten wir besser keine Scheiße bauen. Wir nehmen besser einmal Medizin. Und falls wir noch was kriegen. Jetzt haben wir hier 2
Geschichten. Wir haben einmal eine Treppe. Und einmal eine Tür. Wohin führt die Tür? Zu einer Truhe. Ach, das, ich glaube nicht, das ist was. Wir werden mal ganz vorsichtig nach oben stiefeln. Geht's hier noch weiter hoch? Da hinten. Ach du Scheiße. Erledigt. Und da steht noch einer. Uiuiui, ganz vorsichtig hoch. Jetzt wird es nämlich langsam richtig spannend hier. Da steht der Vogel nämlich. Aber hier wird uns doch sicherlich noch irgendwas erwarten. Oder die Flucht wird richtig mies werden. Okay, wo steht der Knalle? Da ist er. Verlorene Assassine kehrt also zurück. Damit rechnete ich schon, seit Latouche keine Steuereinnahmen mehr sendet. Hallo! What the fuck, Alter? Wie? Was? Alter, was hat der denn gemacht? Der hat uns weggebankt, aber so richtig hart. Oh nein, das ist das Ende. Das war klar. Oh, scheiße, Alter. Warum springt er denn nicht aufs Dach rauf? Das ist das, was ich immer meinte. Dieses Schwert ist übrigens das, was man mal zu ganz, also ganz am Anfang gesehen hat. Wo man da noch im Mittelalter war. Was es damit auf sich hat, weiß ich aber auch nicht. Das ist so ein bisschen creepy, wie auch immer. Oh, Alter, ist der total verrückt. Alter, was springt der denn da? Ja, ich hab's gewusst. Ja, komm, halt's Maul, ich komm jetzt. Jetzt müssen wir uns die erstmal greifen. Das ist wieder so einer mit... Ja, nun komm hier. Dass der immer so lange braucht zum Angreifen, Alter. Das ist sowas von widerwärtig. Wir werden jetzt mal die Pistole nehmen. Ah, das ist das, was ich immer meinte, dass der nicht so gut springen, mit dem Springen nicht so gut ist, weil... Manchmal springt er wirklich von Dach zu Dach und jetzt schafft er es nicht mal auf diesen Turm rauf zu springen. Ja, toll. Jetzt kriegen wir hier zweimal Phantomklingen. Den hätten wir auch noch ausnehmen können. Wie kommen wir jetzt wohl hier runter? Abseilen einfach. Na, geh mal rum. Hier geht das. Wir haben schon wieder ein Problem. Er kann sich ja nicht abseilen. Aber hier. Halt! Ich würde gerne da aufs Dach springen. Geht leider nicht. Scheiße. Der mit seinen... Oh, wir dürfen hier gar nicht reinfallen. Ach du Scheiße, ey. Das ist natürlich doof. Das ist natürlich ganz doof. Oder können wir da eventuell sogar in... Ja, wir können da reinspringen. Wir müssen darüber. Ja, das sagt ja natürlich keiner, das... Komm, runter. Einmal hier hoch. Jo! Das schafft er. Ey, wie heftig, ne? Alles klar, was machen wir jetzt?
Wir checken erstmal die Lage. Da kommen zwei direkt auf uns zu. Na, komm mal dichter. Dann gehst du mal hier rein. Fuck, und die haben es natürlich direkt gesehen. Dann werden wir mal die Flucht antreten. Hier hast du auch noch mal eine. Oh, die stehen überall. Okay. Wir müssen hier ganz schnell weg. Das war so schnell es geht. Okay, ist jetzt die Frage. Geht das hier runter? Ich schätze mal eher nicht. Okay, den sind wir schon mal losgeworden. Alles klar. Das ist ja anscheinend... Okay, keine Ahnung. Da hat irgendjemand noch was gesagt. Das nenne ich ein Wiedersehen. Bleib versteckt. Lass ihn reden. Dachtest du, der Tag würde nicht kommen? Dass dein Verbrechen ungesühnt bliebe, weil François de la Serre keine Söhne hat, um ihn zu rächen? Rache also. Dein Blick ist genauso getrübt wie der deines Vaters. Du hast gut reden. Wie ungetrübt war dein schneller Griff nach der Macht? Ich finde dich schon. Da bist du ja. Schwein hat auch Wallhack. Macht? Nein, du bist doch viel klüger. Ah, ich verstehe. Der Typ hat nur so eine Gesundheitsleiste anscheinend. So was Absurdes. Ich finde nicht an, dass du Macht. So was Absurdes. Hier ging es nie um Macht. Es ging immer um Kontrolle. Hat dein Vater... Hier bist du. Was zum Teufel, Alter? Ich konnte mich gerade nicht ducken. Gott, ey, ist gerade wieder so richtig übel. Sie macht ja leider auch nichts. Genauso getrübt wie der deines Vaters. Du hast gut reden. Wie ungetrübt war dein schneller Griff nach der Macht? Der Typ hat leider einen Wallhack. Deswegen sieht der mich auch andauernd. So was Absurdes. Ich sehe dich, Assassine. Macht? So was Absurdes. Hier ging es nie um Macht. Es ging immer um Kontrolle. Hat dein Vater dir nichts beigebracht? Du kannst dich nicht vor mir verstecken. Nee, Alter. Erzähl keinen Scheiß. Der kann da nicht durchschießen. Der Orden wurde korrumpiert. Er klammerte sich so besessen an die Symbole der Macht, dass er unsere Ziele aus den Augen verlor. Die Dunkelheit schützt dich auch nicht. Komm. Jetzt wird er uns natürlich wieder grillen, wenn ich nicht aufpasse. Gefangen in derselben Lüge, die wir erfanden, um die Massen. Gefangen in derselben Lüge, die wir erfanden, um... Wie kann er mich sehen? Das geht gar nicht. Gefangen in derselben Lüge, die wir erfanden, um die Massen zu führen. Ich töte dich. Glaubst du, du wärst sicher in den Schatten? Och, Mann, Alter. Oh, ist das zum Kotzen, ey. Hörst du denn nicht? So eine Scheiße, ey. Der kann ja leider auch nicht damit aufhören. Der macht ja immer weiter. Das ist ja das Problem. Jetzt fangen wir bestimmt wieder von vorne an.
Och. Dass dein Verbrechen ungesühnt bliebe, weil François de la Serre keine Söhne hat, um ihn zu rächen? Rache also. Dein Blick ist genauso getrübt wie der deines Vaters. Hallo, Mann. Rache also. Dein Blick ist genauso getrübt wie der deines Vaters. Du hast gut reden. Wie ungetrübt war dein schneller Griff nach der Macht? Macht? Nein, 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 du bist doch viel klüger als das. Hier ging es doch nie um Macht. Es ging immer um Kontrolle. Versteck dich ruhig. Oh, ey. Das macht keinen Unterschied. Man muss ja immer dagegen fliegen. Hier ging es nie um Macht. Wo ist der Typ? Es ging hier bist du. Hier ging es nie um Macht. Es ging immer um Kontrolle. Ich konnte leider auch wieder nichts machen. Hat er dir nichts beigebracht? Der Orden wurde korrumpiert. Die Dunkelheit schützt dich auch nicht. Nur Feuer los. Er klammerte sich so besessen an die Symbole der Macht, dass er unsere Ziele aus den Augen verlor. Versteck dich ruhig. Das macht keinen Unterschied. Jetzt atme. Ey, das geht doch gar nicht. Warum sagt er nichts? Oh, wo schmeißt er das Ding hin? Ich